Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghon. Lohnt sich der ganze Aufwand, die eigene Fahrradkette zu wachsen statt zu ölen? Und falls ja, für wen rentiert sich's vielleicht auch nicht? Darum geht's in diesem Video und damit viel Spaß dabei. Ja, im heutigen Video geht es mir nicht darum, euch ein Tutorial zu geben, wie ich die Kette wachse, sondern es geht mir vor allen Dingen um den Erfahrungsbericht. Ich habe dieses Rad hier auf Wachs umgestellt, das kennt ihr alle aus vergangenen Videos, das ist mein Specialized Diverge Comp Carbon. Ein sehr schönes Rad, mit dem ich sehr viel fahre und auch sehr viele Touren schon gemacht habe. Und ich habe das jetzt nicht nur bei dem Rad gemacht, sondern noch bei drei weiteren Bikes, die ich alle auf Wachs umgestellt habe. Ich habe mir lange überlegt, soll ich den Aufwand wirklich wagen, rentiert sich das für mich? Und deswegen jetzt mein Erfahrungsbericht nach fast einem Dreivierteljahr im Einsatz mit inzwischen an die 4000 Kilometern verteilt auf unterschiedliche Bikes. Ja, was sind überhaupt die Vorteile vom Wachsen, bevor wir jetzt mal uns das Ergebnis dann im Detail angucken? Also die Hersteller versprechen vor allen Dingen eins, der Antrieb soll richtig schön lange sauber sein, also kein Schmutz mehr anziehen. Vorteil Nummer zwei, die Kette soll wesentlich länger halten. Also, dass man so ein bisschen Vergleich kriegt, Ketten, je nachdem, welche Qualität man verwendet, je nach Wetter natürlich, je nach Einsatz, je nachdem, wie gut man sie pflegt. Also das sind sehr viele Variablen. Aber bei mir zumindest, das kann ich sagen, haben die in der Vergangenheit so 2.500-3.000 Kilometer, manchmal sogar auch 3.500 Kilometer gehalten. Dann waren sie einfach verschlissen. Gewachste Ketten sollen 2,5 bis 3 Mal so lange halten. Also das wäre jetzt in meinem Fall so um die 10.000 Kilometer. Und das ist natürlich was ganz anderes. Bedeutet, wenn die Kette so lang hält, hält auch der gesamte Antrieb, sprich vorne die Kettenblätter und hinten die Ritzel auch entsprechend länger. Also wird der dritte Vorteil hier, kommt sofort mit rein, wenn die Teile länger halten, spart man Geld, weil man eben weniger Ersatzteile braucht. Der nächste Vorteil ist, die Intervalle, zwischen denen man quasi wieder neuen Schmierstoff aufträgt, also in dem Beispiel jetzt hier Wachs, soll auch wesentlich länger sein. Je nach Hersteller gibt es verschiedene Angaben. Den Hersteller, den ich jetzt hier verwendet habe, der sagt, man soll mit einer neuen, frisch gewachsenen Kette bei eben trockenen Bedingungen zwischen 800 und 1000 Kilometer fahren können, ohne dass man die Kette nochmal neu nachwachsen muss. Wenn man sie also heiß gewachsen hat, wenn man sie mit Flüssigwachs nachwächst, sagt er so 200 bis 300 Kilometer. Also kommen wir auch mal ein bisschen zu ein paar Nachteilen. Ein Nachteil soll sein, dass ein Antrieb, vor allen Dingen mit einem gewachsenen Antrieb, egal ob jetzt heiß gewachst, kalt gewachst, also mit Flüssigwachs, wenn es nass ist, dass er dann leichter rosten kann, weil eben das Wachs keinen so guten Korrosionsschutz bietet wie einfach Öl. Das erste Auftragen ist aufwendig, weil man muss den Antrieb komplett entfetten, bevor man hier frisches Wachs auftragen kann. Ja, und damit kommen wir mal zu meinem Erfahrungsbericht. Hat sich das Ganze jetzt bewährt? Kann ich es empfehlen, die Kette zu wachsen? Also, der erste Eindruck war, der Aufwand, den Antrieb jetzt wirklich so perfekt sauber zu machen, ist ziemlich groß. Was ich nicht mehr machen würde, ist eine alte Kette nehmen und die wachsen. Also erst entfetten, das muss man wirklich äußerst gründlich machen. Das hat lange gedauert, war ein großer Aufwand und war dann auch im Endeffekt gar nicht so günstig. Also was ich beim nächsten Mal machen würde, ich würde mir eine fertig entfettete Kette kaufen. Sowas gibt es, sogar schon vorgewachste Ketten gibt es auch zu kaufen. Das rentiert sich aus meiner Sicht sehr. Dann ist der erste Schritt, man muss den Antrieb, also am besten die Ritzel komplett runterbauen. Kettenblätter muss nicht unbedingt sein. Wenn man es macht, ist es natürlich noch mal besser zu machen. Aber grundsätzlich den Antrieb sehr, sehr fettfrei hinbekommen. Das ist das Wesentliche, sonst funktioniert das ganze Wachssystem nicht. Da habe ich mir wirklich Zeit genommen, das einmal zu machen. Danach ist meine Erfahrung, dass es sich absolut rentiert hat. Warum? Ihr seht eins, wenn ich hier jetzt über die Kette fahre, würde kein Mensch freiwillig machen. Es ist absolut sauber, der Antrieb. Wenn ich einmal bei schlechtem Wetter fahre, egal ob jetzt trocken oder nass oder einfach wenn Dreck hochspritzt, es bleibt so gut wie kein Dreck mehr am Antrieb haften. Und wenn ich den Antrieb dann reinigen möchte, weil er doch mal schmutzig geworden ist, eben weil es durch eine Pfütze durchging und wirklich Schlamm hochgespritzt ist, ja, dann kann ich eine Wasserflasche hernehmen und einfach den Antrieb abspritzen. Auf die Idee käme man mit Öl natürlich nicht, also kann man natürlich machen, aber dann wäre alles richtig dreckig. Das ist hier überhaupt kein Thema mehr. Punkt 2 war, der Antrieb soll sehr lange halten, also zwischen den Intervallen, wenn man wieder neues Wachs aufträgt. Der Anbieter, den ich jetzt hier verwendet habe, ein deutscher Anbieter, sagt zwischen 800 und 1000 Kilometer. Hat sich das für mich erfüllt? Da muss ich ganz klar sagen, nein. Ich habe jetzt verschiedene
Bikes, wie gesagt, schon auf Wachs umgestellt. Mir sehr viel Zeit genommen, den Antrieb absolut fettfrei hinzubekommen. Also wirklich das ganze Programm hier durchgemacht. Und bei mir hat es einfach nicht so lange gehalten. Das mag daran liegen, dass ich natürlich mehr Offroad fahre, gerne eben auch zumindest auf Schotterwegen, so wie man es hier sieht. Und da ist einfach mehr Staub da. Also von diesen 800 bis 1000 Kilometer war ich weit entfernt. Selbst wenn ich Tage hatte, wo ich viel Straße gefahren bin, nach so, ich würde sagen, 200 Kilometern, selbst mit einem neu heiß gewachsenen Antrieb, vielleicht 250 Kilometer, war Schluss. Dann wurde der Antrieb relativ laut wieder. Das hört man, die Kette hört sich an wie, ja, wie eine geölte Kette auch, wenn sie eben trocken läuft. Und dann habe ich einfach wieder nachgewachsen. Das geht zwar sehr einfach, aber man muss es bedenken. Also bei mir jedenfalls hat es nicht funktioniert, dass ich diese 800 bis 1000 Kilometer auch bei günstigen Bedingungen hinbekommen hätte. Ich würde sagen, ähnlich wie ein gutes Kettenöl, vielleicht ein bisschen länger hat es schon gehalten mit dem Wachs, aber dann habe ich nachgewachsen. Vielleicht bin ich da besonders pingelig und sage lieber etwas mehr Wachs drauf als zu wenig. Das ist nämlich der nächste Punkt. Kann man hier zu viel Wachs draufbringen? Im Prinzip nicht. Alles überschüssige Wachs, was drauf ist von dem Antrieb, fällt einfach runter während der Fahrt. Es ist gar kein Problem, wenn man ein bisschen zu viel aufgebracht hat. Es ist halt Verschwendung, wenn man so will. Aber grundsätzlich ist es nicht schädlich. Nicht so wie bei Öl, wenn man zu viel drauf hat, dann zieht es viel Dreck an. Das habe ich hier nicht. Punkt 2, die Reinigung, habe ich gerade gesagt. Selbst bei Dreck und Nässe ist das kein Problem. Einfach die Wasserflasche nehmen, abspritzen oder ich nehme einen Lappen, so am besten ein Mikrofasertuch. Sowas kann man im Prinzip von jedem Discounter eins kaufen. Einfach die Kette in die Hand nehmen, die Kurbel rückwärts drehen, durch die Kette durchziehen und dann ist das Ganze schon sauber. Also leichter geht es wirklich nicht. Dann wieder frisch das Wachs auftragen, über Nacht trocknen lassen, ja, und dann bin ich schon wieder bereit zu fahren. Kommen wir zum letzten Punkt. Einsatz bei Nässe, ist das ein Problem? Grundsätzlich bei mir auch kein Problem. Da hatte ich wirklich Schiss vor. Verrost war aber kein Problem. Wichtig ist nur, dass man nach dem Einsatz einmal wieder den Lappen nimmt, die Kette abtrocknet, damit sie sauber ist. Und dann wieder frisch wachsen. Und dann hat es super funktioniert. Ja, und damit kommen wir zu meinem Fazit. Rentiert sich der Aufwand mit dem Kettewachsen? Und wenn ja, für wen? Das war ja die Frage zu Beginn. Also, ich würde sagen, jeder, der regelmäßig Rad fährt, der ein bisschen mehr fährt als nur vielleicht einmal im Monat, für den würde ich sagen, rentiert sich tatsächlich Kettewachsen. Es ist, wenn es einmal sauber aufgetragen ist, eine wirklich einfache Sache. Auch das Reinigen des Antriebs ist wirklich ein Klacks verglichen mit diesen ölverschmierten Händen, die man früher hatte. Die Teile halten länger. Das kann ich allerdings noch nicht im Detail bestätigen, weil so viele Kilometer bin ich mit einem Rad noch nicht gefahren. Auf dem anderen Rad, auf dem Avol, bin ich jetzt 2.500 Kilometer, fast 3.000 Kilometer gefahren. Das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich wirklich dann messe, ob die Kette verschlissen ist. Da funktioniert sie immer noch. Ich kann noch keinen Verschleiß messen. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Wenn man einen Kettenverschleiß messen will, braucht man eine gute Lehre, um das wirklich präzise messen zu können. Und man muss relativ frühzeitig dann die Kette wechseln. Also bei 0,5% sollte man schon die Kette wechseln. Also nicht länger warten, dass sich gelenkt hat, weil dann halten auch die restlichen Teile vom Antrieb, sprich die Kettenblätter und die Ritzel hinten entsprechend lange. Für mich das Fazit ganz klar, ja, pro Kettenwachs. Der einzige Anwendungsfall, wo ich sagen würde, es rentiert sich nicht, auf Kettenwachs umzustellen, ist, wenn man die ganze Zeit nur bei Sauwetter unterwegs ist, also ich meine nass, viel Salz, dann ist tatsächlich es einfacher, das mit Öl den Antrieb rostfrei zu halten, weil das kann hier schon mal passieren mit Flugrost, dass er sich bildet. Aber grundsätzlich, wenn man den Antrieb regelmäßig pflegt, also wirklich dann einmal kurz abwischt mit dem Lappen, dass er trocken ist, das Rad an einem trockenen Ort abstellen kann, wieder frisches Wachs drauf aus der Flasche, dann ist es überhaupt kein Thema und nicht anders vom Handling her als mit Öl, mit dem Unterschied, es ist sauber, kein Schmutz bleibt dran, der Antrieb läuft richtig schön. Und damit würde ich sagen, das war es dann auch schon von diesem Video, von meinem kurzen Erfahrungsbericht. Nicht vergessen, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und damit bis zum nächsten Mal. Servus!